Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute nochmal Aldi mit dem High-End-Gaming-PC Hunter X20 MD34715 für 2499 Euro. Kurz vorweg, ich versuche noch den ganz kleinen, also es sind ja drei Stück, in ein Video reinzupacken. Weiß allerdings nicht, ob ich das noch schaffe vor dem Release. Ich habe diese Woche Spätschicht, da ist es mal ein bisschen schwierig. Aber erstmal kommen wir zu dem Gewinnspiel. Ihr habt fleißig kommentiert, habt auch Abos da gelassen und so weiter. Und ich habe mir auch überlegt, wisst ihr was, ich verlose einfach noch ein Mauspad. Weil es waren so viele Kommentare da, viele wollten eins haben und ich werde einfach noch eins verlosen, weil wir auch mit dem Video nochmal 110 Subs gemacht haben. Total geil, finde ich sehr gut von euch, danke dafür. Wir haben hier den YouTube Random Comment Picker, Raffle Dash. So, da werde ich das jetzt einfügen und dann einfach Pick Random Comment klicken und ich lasse das mit der Uhr im Hintergrund jetzt sein. Ich habe ja gesagt, eigentlich wollte ich eine Uhr dahinter stellen. Ich füge das Ding jetzt da ein, ich lasse einfach den Cut raus. Hier, passt auf, Steuerung V, Pick Random Comment. Frank0019, ich bin noch nicht lange dabei, aber schaue immer öfter mal rein. Herzlichen Glückwunsch, melde dich bitte bei mir im Discord, den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Wir werden das auch verifizieren. Ich werde Frank dann sagen, du kommentierst jetzt auf irgendeinem random Video von mir den und den Text, dann macht er das und dann kriegt er auch das Video. Das heißt, versucht gar nicht erst, das irgendwie zu faken mit Discord. Ich werde mir den richtigen schon raussuchen. Aber wie gesagt, es wird noch ein zweites Mauspad geben. Das heißt, wenn ihr jetzt kommentiert und ein Däumchen nach oben da lasst, könnt ihr auf jeden Fall noch ein Mauspad gewinnen. Apropos Discord, das hier ist unser Discord-Server. Joint uns ruhig, weil wir beantworten da auch Fragen. Ich zeige euch das mal kurz. Das hier ist jetzt der Fragen-Channel. Da werden dann Systeme reingepostet und Tipps reingepostet und was man noch ändern könnte und so weiter. Also die Jungs sind wirklich am Start. Das hier sind zum Beispiel jetzt einige der Berater. Wir haben ja eigentlich viel mehr. Leo und Sascha, die anderen sind gerade offline, also die pennen noch wahrscheinlich. Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Systemen, auch hier Fragen zu Fertig-PCs, ne? Da sind mehrere PCs und dann können die Configs vorgestellt werden. Dann sagen wir, okay, pass auf, packen anderen Lüfter rein, anderes Netzteil oder ähnliches. Wer Interesse hat, Link ist unten in der Videobeschreibung, ziemlich weit unten. Kommen wir also zu diesem System. Das ist ein 2500-Euro-System. Das Bild zuerst, ja, man sieht wieder nicht viel. Hinten ist ein RGB-Lüfter, zu dem Thema kommen wir gleich noch. Netzteil ist wieder oben eingebaut. Bin ich nicht so der Fan von. Wasserkühlung sehen wir hier, aber ansonsten ist da jetzt nichts, was irgendwie unnötig blinkt, was man hinterher nicht bekommt. Das stimmt soweit, denke ich schon. Die Eigenschaften. Intel Core i7 12700K Prozessor. Das ist natürlich ein Bombenprozessor. Neueste Generation Intel hat insgesamt 12 Kerne, also 8 plus 4. Dasselbe Thema wie bei dem anderen. 8 Performance-Kerne, 4 Efficiency-Kerne, also Effizienzkerne. Insgesamt 20 Threads, also 16 Threads und dann diese 4 Efficiency-Kerne nochmal oben drauf. Der ist natürlich zum Stream, zum Zocken völlig geeignet. Das Ding hat richtig Power. Der hat auch eine integrierte Grafikeinheit, hat eine TDP von 125 bis stolze 190 Watt. Das ist schon ordentlich. 190 Watt für einen Prozessor ist nicht ohne. Unterstützt DDR5 4800 und auch DDR4 3200 MHz. Den könntet ihr auch auf 3600 oder so laufen lassen. Ja? Hier ist sowieso DDR5 verbaut, kommen wir auch gleich auch noch zu. Also Top-Prozessor und der kostet 422 Euro beim Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 3070 Ti mit 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Auch eine sehr gute Grafikkarte, danach kommt nur noch die 3080, 3080 Ti und 3090. Das heißt, das ist von der neuesten Generation schon mehr als Mittelklasse, würde ich sagen. Klar, AMD hat auch noch Grafikkarten, klare Sache. Es gibt von AMD auch Grafikkarten, die hier locker wegrotzen, auch kein Thema, aber die sind dann halt auch wieder deutlich teurer. Wir kommen da auch noch zu einem FPS-Test später und die kostet aktuell 1090 Euro bei Cyber Port in Österreich. Als Mainboard bekommen wir ein Gigabyte Z690 Euros Pro AX. Also das Ding, Respekt, Full ATX, das letzte hatte Micro ATX. Das Lustige ist auch, ach nee, das sage ich euch gleich mit dem Gehäuse. Das werden wir gleich noch sehen. Ich hoffe, ich denke an alles. Z690 Chipsatz, das heißt übertaktbar. Der Prozessor ist auch dafür ausgelegt, übertaktet zu werden. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier ist das jetzt alles so ein bisschen verdeckt, aber es steht in der Beschreibung, dass wohl bis zu 4 M.2-Slots da drin sind. Also da könnt ihr ordentlich erweitern. Hier kommt die Grafikkarte rein. Hier unten könnt ihr noch eine Capture-Karte, eine WLAN-Karte. Ja, WLAN-Karte ist eigentlich Quatsch, weil das Board, das hat WLAN. USB-Erweiterungskarte, irgendwie sowas, was ihr gerne möchtet. Also wirklich Top-Board. Die Anschlüsse hier sind auch nicht zu verachten. Wir haben Toslink, Mikrofon, Kopfhörer, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.1, 4x USB 3.0, WLAN, Bluetooth-Antenne, 4x USB 2.0, DisplayPort könnt ihr hier benutzen, klar, aber macht keinen Sinn, weil ihr eine Grafikkarte habt und USB-C 3.2. Und merkt ihr was? Kein PS-2-Anschluss und so mehr. Das sind wirklich top-moderne Boards. Also ich kann nichts Schlechtes darüber sagen. Ist echt ein sehr, sehr gutes Board, gar kein Problem. Und das kostet auch fast 300 Euro bei Mindfactory. Dazu bekommen wir noch eine 1TB PCI Express SSD und eine 2TB HDD. Laut dem Artikel hier von PC Welt haben wir 1TB PCI Express 3.0. Natürlich kann dieses Board schon bis 4.0 und 5.0, aber 3.0 reicht für die meisten Gamer einfach. Ihr könnt eine übel schnelle SSD mit reinnehmen, wenn ihr viel kopiert und so, aber für den normalen Gamer reicht eine normale SSD 3.0. In dem Fall nehmen wir wieder die Western Digital WD Blue SN550, das muss nicht genau diese hier sein.
Kann auch eine Kingston A2000 oder eine NV1 oder NV2, irgendwie sowas sein. Also das passt soweit. Lesegeschwindigkeit 2400 MB die Sekunde, Schreibgeschwindigkeit 1950 MB die Sekunde und die kostet 78,97 €. Dazu sei noch gesagt, 1 TB ist natürlich erstmal in Ordnung. Das Board gibt euch genug Erweiterungsmöglichkeiten. Wollt ihr also noch eine SSD haben, baut sie einfach hinterher mit rein. Kauft ihr bei Mindfactory, auch wenn es eine schnellere sein sollte. Also die kosten so um den Dreh, sagen wir mal 80 €, die 1 TB PCI Express. Kommt drauf an, welche ihr nehmt. Wenn ihr jetzt die schnellere nehmt, seid ihr so bei 120, 130 €. Wir bekommen dazu noch eine 2 TB HDD. Dann nehmen wir wieder die Toshiba P300. Das muss nicht genau diese hier sein, die bewegen sich im Preisbereich, aber ungefähr alle um die gleiche Ecke. Und die kostet 40,92 € bei eBay. Dazu bekommen wir noch 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher mit bis zu 4800 MHz. Also da haben sie sich echt nicht lumpen lassen. 4800 MHz ist ordentlich, klar, die Timings sind nicht so geil. Die stehen auch leider nicht dabei. Es kann auch CL38 sein oder ähnliches. Also das passt. Ihr könnt hinterher auch noch erweitern. Es ist allerdings Samsung-Speicher laut dem Artikel. Und Samsung hat meistens nur diese grünen Dinger da drin. Muss man mögen, beziehungsweise die meisten mögen es natürlich nicht. Aber er erfüllt seinen Job, klare Sache, kein unnötiges Bling-Bling. Sieht halt komisch aus, wenn ihr da so einen grünen RAM-Stick drin habt. Aber im Moment ist die Auswahl sowieso nicht so groß. Deswegen ist das soweit schon mal okay. 32 GB auch völlig in Ordnung. Wir haben jetzt hier einen 16 GB DIMM, den packe ich natürlich zweimal in den Warenkorb. Und 32 GB sollten es auch schon sein beim PC für 2500 € auf jeden Fall. Verbaue ich dann auch immer so. Wenn mich jemand fragt, stellen wir mal einen PC zusammen, sind es grundsätzlich auch 32 GB. Und der kostet 197 € bei Electronic Shop 24. Als Wasserkühlung bekommen wir eine AlphaCool Eisbär 240 Wasserkühlung und zwei Invin Saturn ARGB 120mm Lüfter. Zu dem Thema kommen wir jetzt. Erstmal die Wasserkühlung. Ja, okay, eine 240er für den Prozessor, der fast eine TDP von 190 Watt hat. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass einige Leute schon den kleineren Prozessor haben und eine 360er Wasserkühlung und da schon beim Zocken auf 54 Grad kommen. Das Gehäuse ist ja jetzt auch nicht das Beste. Ich vertraue der Wasserkühlung ehrlich gesagt auch nicht so. Das wird sich zeigen, ob das wirklich Sinn macht. Also es wird funktionieren, klar. Wenn ihr jetzt aber stundenlang unter Volllast spielt, sage ich mal, glaube ich nicht, dass die das packt. Aber wie gesagt, wenn jemand diesen PC mal kriegen sollte, also jetzt für 2500 € und hat dann mal einen Erfahrungsbericht, gerne in die Kommentare schreiben. Die beiden Lüfter, die hier auch drauf sind, die werden jetzt ersetzt durch RGB-Lüfter. Das wären jetzt diese hier. Die sind im Moment allerdings nicht verfügbar, deswegen habe ich einfach eine Alternative genommen, die um die 11 € kosten. Mehr werden die Dinger hier auch nicht wert sein. Und die Wasserkühlung kostet 94,87 €. Und die Alternative, was die RGB-Lüfter angeht, kostet 11,90 €. Jetzt haben wir da allerdings noch ein Thema. Die beiden Lüfter von der Wasserkühlung werden ersetzt durch die RGB-Lüfter. Gut, dann haben wir jetzt zwei nicht beleuchtete übrig und haben zwei beleuchtete auf der Wasserkühlung. Wo kommt dieser Lüfter hier hinten her? Das ist ja auch so ein Invin Saturn. Das sieht man hier vorne an den Halterungen. Es kann sein, dass sie euch quasi noch einen dritten mit dabei packen hinten für die Backplate. Deswegen habe ich von diesen hier drei rein konfiguriert in den Warenkorb. Ich meine, das sind 10 €, aber wir wollen ja es einigermaßen richtig haben. Deswegen packen wir den also nochmal in den Warenkorb als Ausgleich. Es kann ja sein, dass wir noch einen dritten mit reinpacken. Als Netzteil bekommen wir jetzt die Sonic Focus GX750 Netzteil. Ja, das ist völlig in Ordnung, hat 10 Jahre Garantie, ist vollmodular, das hat 750 Watt. 750 Watt ist okay, ich hätte mir lieber 850 Watt gewünscht, aufgrund der Leistungsspitzen und so, auch wenn ihr später noch erweitern wollt mit einer dickeren Grafikkarte, weil das System ist halt da. Ihr habt ein gutes Board, einen guten Prozessor, irgendwann sagt euch so, jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr Leistung, möchte eine 3080 Ti, da sind 750 Watt schon irgendwann ziemlich knapp. Da würde ich, wie gesagt, schon auf 850 gehen. Aber für das System völlig in Ordnung, ist auch goldzertifiziert und kostet 96,87 € bei Mindfactory. Dazu bekommen wir noch Wi-Fi 6 AX200 mit Bluetooth, gut, das ist im Mainboard geschuldet, der Netzwerkcontroller auch, der 7.1 Channel High Definition Audio auch. Hochwertiges Markengehäuse von Invin. Laut dem Artikel hier ist das Invin 103 mit Glasfenster. Ihr erinnert euch, wir haben bei dem anderen das Invin 301, wo nur Micro-ATX-Boards und so reinpassen. Also das ist ein kleineres Gehäuse gewesen. Und hier haben wir jetzt eins, wo ein Full-ATX-Board reinpasst und das kostet 20 € weniger. Das verstehe ich nicht. Okay. Ansonsten, ich halte von den Dingern nicht sonderlich viel. Klar, die werden funktionieren, aber ich glaube nicht, dass der Airflow so geil ist. Vor allen Dingen werden sie das wohl so realisiert haben, dass die Wasserkühlung im Inneren hiervon liegt. Das heißt, hier wird die kalte Luft quasi angesaugt, gehe ich mal ganz stark von aus. Und das Case gibt auch die Möglichkeit, dass man hier unten noch Lüfter einbaut. Ich glaube aber nicht, dass sie das gemacht haben. Deswegen, also wie hier wird die kalte Luft wahrscheinlich reingezogen, wird dann erwärmt, weil der Prozessor darüber ja gekühlt wird, zieht dann hier dran vorbei an der Grafikkarte und hinten wieder raus.
Das kann natürlich erstmal funktionieren. Ich hätte mir aber gewünscht, dass sie vielleicht hier unten noch welche verbaut hätten. Vielleicht sogar die beiden schwarzen, die übrig geblieben sind von der Wasserkühlung. Man sieht hier aber eine Grafikkartenhalterung. Immerhin, das ist heutzutage, also sollte Standard sein, meiner Meinung nach. Die Shakun-Gehäuse, die ich hier zum Testen habe, die haben das auch. Weil die Grafikkarten mittlerweile so groß geworden sind, die lassen alle den Arsch hängen. Guckt euch mal Bilder an im Internet, die lassen alle dann hinten Richtung Festplatten und so weiter, lassen die alle den Arsch hängen, weil die einfach so schwer sind. Der PCI Express-Slot, der wird es einem danken, wenn man so eine Grafikkartenhalterung hat. Hier sieht man es auch nochmal ganz schön, wie man es machen könnte. Das sind jetzt natürlich Billiglüfter, aber hier unten haben sie drei Stück reingeklatscht, da habt ihr natürlich einen dicken Airflow drin. Ansonsten für das System natürlich ausreichend, ich bin jetzt kein Fan davon, aber was soll man machen? Und das kostet 77,99 € bei Amazon. Dazu bekommen wir noch Windows 11 Home. Ich hatte im letzten Video gesagt, dass ich mit Windows 11 nicht so glücklich bin. Das hat auch einen Grund. Und zwar macht Windows 11 gerne mal Probleme bei Spielen. Das können Treiberprobleme sein, die Spiele können anfangen zu lecken. Da müssen die noch ein bisschen patchen. Mir wurde aber gesagt, dass Windows 11 essentiell ist für die neue Generation an Intel-Prozessoren, weil die sonst mit diesen Efficiency- und Performance-Kernen nicht klarkommen. Gut, das mag sein. Ich hätte mir trotzdem gewünscht Windows 10 und dass man hinterher dann quasi vielleicht ein Upgrade machen kann auf Windows 11, sobald man dann denkt, okay, jetzt ist es soweit alles fertig gepatcht, macht man das. Und das kostet 70,21 €. Microsoft 365 könnt ihr runterschmeißen. Xbox Game Pass kostenlos, 3 Monate Testversion. Ja, das ist ganz nice. Dann könnt ihr diesen PC mal auf Herz und Nieren prüfen. Das ist gut. McAfee LiveSafe schmeißt es auch runter. Es wurde auch von einigen geschrieben in den Kommentaren, einfach Windows nochmal komplett neu zu installieren. Der Key ist ja sowieso im Mainboard hinterlegt, also im UEFI BIOS. Von daher könnt ihr eigentlich theoretisch eine Neuinstallation machen. Weil diese Müllsoftware, es ist halt so, nach 30 Tagen habt ihr ein Abo an der Backe. Ne? Also wenn ihr jetzt wirklich schon Zahlungsdaten und so hinterlegt habt, ah, ist nicht so das Wahre. Da sind noch die Anschlüsse an der Vorderseite, zweimal USB 3.2 Gen 1, einmal Mikrofon in und einmal Audio out. Rückseite haben wir eben drüber gesprochen. Dann bekommt ihr noch eine kabelgebundene Maus dazu, die habe ich wieder weggelassen. Das ist so eine 10-15 € Maus, völlig uninteressant. Netzkabel ist dabei, Garantiekarte. Und dann wären wir schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, Grafikkarte, das Mainboard. Hier den alternativen Lüfter, weil die nicht verfügbar waren, also drei Stück an der Zahl, weil wir im Gehäuse noch einen haben. Hier ist das Gehäuse selbst. Die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 2692,27 €, also bummelig 2700 €. Das System soll kosten glatt 2500 €. Das heißt, ihr habt hier, wie bei dem anderen, ca. 200 € gespart. Das ist okay. Ihr könnt damit zufrieden sein. Es ist ein Full-HTX-Board. Die Wasserkühlung, das wird sich zeigen. Es ist bekannt, dass diese Medion-Dinger sehr gerne sehr warm werden. Ihr müsst euch mal durch die Kommentare so durchscrollen vom letzten Video, auch von dem davor, das ist ja schon eine Weile her, wo ich schon mal so ein Medion-System hatte. Die Leute sind davon nicht begeistert. Ihr habt natürlich hier die Möglichkeit, eventuell noch Lüfter unten einzubauen, in der Bodenplatte. Dann könnt ihr den Airflow ein bisschen verbessern und auch die Kühlleistung dementsprechend. Deswegen ist das soweit schon okay. Ich würde ihn tatsächlich eventuell sogar so kaufen, aber ich würde ein neues Case kaufen. Ich mag das nicht, wenn das Netzteil oben drin hängt. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Relikt aus den 90ern, glaube ich, dass man so Netzteile oben einbaut. Aber wenn ihr euch, sagen wir mal, ihr hättet jetzt noch ein Case zu Hause stehen, dann würde ich einfach die Hardware da umbauen, wenn ihr das denn könnt. Ansonsten, er wird funktionieren. Klar, ihr könnt ihn kaufen und seid schnell. Der wird auch wieder schnell weg sein. Hier steht wieder 27.01.22, 7 Uhr bis 19.02.22. Ach, die verarschen sich doch selber. Das Ding ist, in 10 Minuten ist das weg. Das ist so. Also, deswegen, lasst euch gesagt sein, das System ist soweit okay. Das mit den Temperaturen wird sich zeigen. Und jetzt kommen wir noch zum FPS-Test. Wir haben hier einen FPS-Test i7-12700K mit einer 3070 Ti, getestet in 7 Spielen. Hier hätten wir Assassin's Creed Valhalla, alles relativ auf hoch gedreht, also Ultra High und High. Da seid ihr bei ca. 120 FPS. Crysis 3 Remastered, alles auf Very High. DLSS aus, da seid ihr auch bei ca. 100 FPS. Bei Cyberpunk, alles auf hoch gedreht oder Ultra. DLSS ist aus. Seid ihr bei ca. 50 FPS. Far Cry 6, alles auf Ultra gedreht. Da seid ihr bei ca. 120 FPS, 130 so um den Dreh. Metro Exodus auf Full HD, alles auf Ultra gedreht. Seid ihr bei ca. 70 FPS bis 80 FPS. Und Shadow of the Tomb Raider, auch alles auf Ultra gedreht, bei ca. 120 FPS. Man muss dazu sagen, der wird das hier alles auf Full HD gemacht haben. Mit WQHD werden die Ergebnisse etwas schlechter sein. Zieht nochmal 10% ab. 4K kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Ich habe dazu kein Video gefunden. Aber ich denke, um einen kurzen Einblick zu haben, reicht das erstmal. Ihr könnt ja mal schauen, vielleicht findet ihr noch irgendwo ein Video, wo auch mal WQHD oder 4K getestet wird. Vielleicht nicht direkt mit diesem Prozessor, aber mit dieser Grafikkarte, da hatten wir ja schon einige gefunden. Ich wollte es jetzt relativ genau haben. Mit so einem System in Full HD zu spielen, ist natürlich irgendwo Quatsch. Dann nehmt ihr lieber WQHD für. Aber ansonsten muss ich sagen, ist soweit erstmal okay.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, einen Kommentar zu hinterlassen für das nächste Mauspad, was ich jetzt verlose. Das wird dann im nächsten Video auch wieder aufgelöst. Joint unseren Discord, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.